Hey, Ronauten, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von RoboQuest. Und heute sind wir beim VMAX-Test Nummer 2. Und da habe ich ja, so wie ich es versprochen habe, mir einen Bomber zusammengestellt mit 11 T10 Thrustern. Das ist ja so thrustermäßig gesehen schon ganz schön heftig und da müsste das Teil eigentlich auch richtig gut mit abgehen. Aber ich habe das Ding schon probiert im Practice sowie im Battle Mode und ich muss sagen, Naja, also man startet so ungefähr, warte, jetzt muss ich nochmal zurückdenken, wie viel waren es, ich glaube mit 160 Meilen, ist auch scheißegal, werden wir gleich sehen. Und das Ganze tut sich bis Level 13, sag ich mal, nicht so hoch stapeln, wie man das eigentlich denkt, wahrscheinlich auch durch das Gewicht des Bombers, das ist ja klar. Aber halt für diesen zweiten VMAX-Test wollte ich mal so einen halbwegs funktionsfähigen Bomber zusammenstellen, um halt zu testen, was es in der Praxis dann wirklich bringen würde. Ne? Wir sind ja hier jetzt gerade damit beschäftigt, alles für die Wissenschaft zu geben. Und ja, was will ich sagen, Freunde? Sehen wir es doch einfach mal so. Wir testen jetzt hier sozusagen in der Praxis, auf was man so ungefähr maximal kommen kann. Es gibt natürlich Leute, die werden das wesentlich besser bauen wie ich. Ich bin ja nicht so der mega geile Bomberflieger und der übergeniale Pilot, was jetzt Fluggeräte angeht. Aber dieses Wissen möchte ich halt haben und danach in der dritten Folge vom VMAX-Test werden wir einfach mal was ganz, ganz Schmales zusammenbauen mit ein bisschen Bewaffnung und werden das im Practice-Mode dann, weil im Battle-Mode bringt das ja nichts, da kann das Ding ja nicht bestehen, einfach mal auf Stufe 13 bringen und dann mal gucken, was wirklich so der VMAX hier im RoboCraft ist. Aber jetzt erstmal zum Praxistest, von daher gehen wir in den Battle-Mode rein und ich warne euch gleich vor, ihr wisst, der Hotti ist nicht der übermäßige Bomberpilot, der verkackt da doch ganz schön dolle, von daher habt bitte ein bisschen Nachsehen jetzt mit mir, wenn ich hier derbst aufs Maul kriege. Ich werde mein Bestes geben, nur für euch. Naja, und ja, das müsst ihr so akzeptieren. So, Punkt, Ende aus. Tja, jetzt sind wir hier in der Warteschleife. Es dauert mal wieder etwas länger. Gleich sitze ich hier schon 30 Sekunden drin, warum auch immer. Ah, jetzt geht's los, Gott sei Dank. Und ich sag's mal auch so, wer jetzt meint, ja Mensch, du hast da und da einen Fehler gemacht und Mann, mit dem Bomber agiert man lieber so, schreibt's mir bitte in die Kommentare. Also ich bin da wirklich offen für Verbesserungsvorschläge, wenn ihr vielleicht ein übelst genialer Bomberpilot unter meinen Zuschauern ist und der mir da gute Tipps geben kann, dann bitte ich drum, ne? Weil irgendwie Bomberfliegen ist eine Sache, das beherrsche ich überhaupt nicht. Aber ich selber bin auch der Auffassung, dass derzeitig Bomberfliegen komplett für den Eimer ist. Weil man im Endeffekt einfach mal sehen muss, dass man da wunderschön Hubschrauber mit wegstoßen kann. Weil man im Endeffekt einfach mal sehen muss, so ein Bomber ist großteils nur effektiv mit Plasma. So, die Plasma sind derzeitig ziemlich schwach. Machen also wenig Schaden. Und im Gegenzug dazu kriegt der Bomber so schnell aufs Maul. Naja, wenn da ein Raybot dabei ist oder ein SMG-Bot, ich sag mal SMG-Bots sind immer dabei, aber wenn da ein Raybot dabei ist, dann geht's ja extra schnell, sodass man doch fast gar nichts mehr machen kann mit so einem Bomber jetzt. Gerade so in dieser Version des Spiels hier. Naja, ist scheißegal. Ich versuche jetzt hier erstmal den Turm zu übernehmen. Da gibt's schon leichte Schwierigkeiten mit der Steuerung bei mir, aber egal, wir kommen irgendwie hin. Wie gesagt, ich versuche hier echt mein Bestes zu geben. So, ein bisschen Schaden kann ich dem Turm zufügen. Problem ist halt auch, dass man hier diese blöden, boah, jetzt kommt hier ein Plasmakopter und haut mir voll einen rein, ey. Ja, dass man diese blöden Streben hier auch noch überall dazwischen hat, wo man mit seinem Bomber jetzt auch noch aufpassen muss, dass man da nicht unbedingt gegensegelt. So, jetzt mal schauen, dass ich hier wieder rumkomme. Fliegt aber gerade auch extrem hoch, das Gerät, ey, ehrlich. So, den Turm hier haben wir uns noch mal ein bisschen gegeben. Oh, jetzt haben wir hier wirklich die ganzen Plasma-Helikopter der Gegner fast noch mitzustehen. Meine Fresse. Also, die machen ernst, die Jungs, die machen ernst. Mir fehlt schon ein Flügel, von daher sind die Rollen nach rechts nicht ganz so einfach. Sollen wir hier noch ein bisschen Gas geben? Ja, jetzt haben wir das Problem, dass wir da vorne noch ein SMG-Bot haben. Und was auch noch scheiße ist, wir haben einfach mal bis jetzt noch nicht einen einzigen Turm übernommen. Ich würde jetzt auch mal gerne zurückfliegen, um meinen verdammten Bomber erstmal wieder zu heilen, bevor ich mit dem weiterkämpfe, weil das kriegt mich jetzt hier auf ohne Ende, dass er so einen extremen Rechtsstreil hat, ey. Könnt ihr jetzt bitte mal diese gottbeschissene, verdammte, verfickte Turmscheiße übernehmen und ihr euch nicht von den Roten klauen lassen? Oh, das gibt's doch gar nicht. Jetzt liege ich hier rum wie so ein Affe, ey. Ja, Bomberfliegen, meine Domäne. Ich fand's schon immer arschgeil. Ach, leg mich, ich drücke F. Ja, nicht nur, dass der Hotti jetzt hier einen Bot hat, den er eigentlich an sich gar nicht beherrschen tut. Nee,
Ich habe auch noch ein Team dabei, was anscheinend ihre Bots auch nicht beherrschen tut. Das ist natürlich jetzt echt wieder eine super geniale Mischung hier. Rückwärts fahren können wir natürlich nicht mit dem Bomber, von daher liege ich jetzt hier blöde rum. Mal sehen, können wir vielleicht einen Respawn machen. Ja, in 7 Sekunden wäre das Ganze möglich. Na toll, und jetzt wäre ich natürlich kurz vorher noch von dem schwulen Railway Dome getroffen. Na, ist das klasse, ey. Naja, wenigstens die Respawn-Zeit nicht so lang. So, von daher jetzt einfach mal wieder Gas gegeben. Jetzt muss ich natürlich aufpassen. Oh, ich bin Stufe 2, warum auch immer. Was würde ich sagen? Jetzt muss ich natürlich aufpassen, wegen genau diesem Railway, der da drüben noch steht, dass ich von dem nicht gleich wieder runtergeballert werde. Aber wir sind jetzt relativ günstig, sag ich mal, weil der hat gerade keine Ray geladen, von daher können wir jetzt schön ausbomben, das Schwein, und vielleicht schaffe ich ja sogar mit meinem Bomber hier einen Frag, und jawohl, das haben wir tatsächlich geschafft, meine Fresse, da hätte ich ja nie dran geglaubt, dass ich mit so einem Bomber hier mal im Battle Mode einen Frag mache. Naja, dazu auch noch in der Aufnahme die ganze Scheiße, geil. So, ja, jetzt sieht's richtig gut aus für unser Team, das gegnerische Team hat gerade alle Türme übernommen, und dass wir noch nicht mal ansatzweise überhaupt an so einen eigenen Turm gerochen haben. Natürlich super genial, wie das schon wieder läuft. So, drehen, feuern. Ja, aber hier ist auch ein schöner Treffer gegen den Turm gegen. Oh, irgendwie ist heute auch ein bisschen der Wurm drin, was die Lenkung angeht mit dem Gerät hier. Ja, jetzt haben wir hier irgendwo wieder so einen hässlichen Plasma-Bomber. Da kam gerade was von oben runter geflogen. Aber irgendwie sehe ich noch nicht. Ja, scheißegal. Ich schaue jetzt da drüben mal rein, scoute mal ein bisschen für mein Team. Ja, und jetzt müsste ich eigentlich normalerweise zurück in das Schild, um mich erstmal zu heilen. Allerdings, da wir hier ja noch nicht mal ein Schild besitzen, ist das alles komplett für den Arsch. Ja, und der Plasmakopter da hinten, der sieht mich natürlich auch noch und holzt jetzt immer noch auf mich drauf, wo ich nämlich dachte, dass ich, wenn ich hier oben liege, vielleicht auch mal so ganz locker einen Respawn machen kann, aber naja. Der Luxus, der sei mir mal wieder nicht gegönnt, war mir arschklar. Das haben wir auch schon eine ewig lange Respawn-Zeit, da wir absolut gar keinen Tower besitzen. Und unser Plutonium-Reaktor, oder wie es auch immer heißt, wird auch gerade angegriffen. So, den könnte ich jetzt mal schön eine von hinten verpassen. Jetzt muss ich auch mal gucken, dass ich hier irgendwo ein bisschen Höhe gewinne, um überhaupt mit meinem Bomber richtig arbeiten zu können. So, rauszoomen, da rum, dem Typen, den wollen wir eine drücken. Plasmacopter spotted. Naja, knapp daneben. Na gut, was so ist. Machen wir es einfach nochmal und den haben wir nicht getroffen. Alter Schweine, jawohl, Junge, dich mache ich kalt, Junge, dich mache ich kalt. So, niedergemetzelt, jetzt schon Stufe 5. Wo der Surrender jetzt gerade bestätigt, das ging ja relativ fix. Ne, ich glaube nicht. Oh, ey. Ja, das Leben eines Bombers, ne? Kaum konnten Railbot, schon ist meinem Arsch. Hier ist auch noch der Gute, der mich gerade auseinandergenommen hat. Ja, und irgendwie, also irgendwie passiert hier überhaupt nichts. Wir haben noch nicht mal einen einzigen Turm mir in der ganzen Runde. Ey, ich glaub's einfach nicht. Loser, eine schlechte Runde habe ich noch nie gespielt. Mann. Naja, ich fliege jetzt erstmal da hoch. Versuch mal dem Raybot irgendwie eins aufzunaschen. Ach, allerdings haben wir dann auch gleich wieder so einen richtig schönen Plasmakopter hier vor uns. Der uns natürlich mit seinem Level 9 ordentlich einheizt. Ja, naja, fliegen wir mal zurück unter unser Schild, wenn wir eins hätten. Na, gleich haben wir eins. Wenn das alles klappt, es dauert nicht mehr lang, dann sollte sich das Schild aufbauen. Das wäre nett, wenn es jetzt passiert, weil dann würde mich der Raybot nicht kaputt schießen. Jawohl, wir haben ein Schild. Der Wahnsinn, wir können uns heilen. Unfassbar, Freunde. Ja, darauf habe ich ja gewartet. Das ist ja unglaublich, ist ja das. So, nur erstmal zusehen, wie ich hier mit meinem Bomber jetzt aus dieser missischen Lage wieder rauskomme. Ich drücke mal F, ich versuche es einfach mal damit. Dann drehen wir uns mal etwas. Wir haben ja jetzt ein Schild, uns kann ja jetzt nichts mehr passieren hier an unserer Basis. Junge, was für ein Gefühl. Unbeschreiblich, das kann ich euch sagen. So, und jetzt räche ich mich erstmal an dem schwulen Raybot da oben. Junge, jetzt bist du dran. Du bist fällig. Was? Wer war das denn jetzt? Was? Ich hab den gerade noch eine gegonkt, Alter, mit dem Plasma. Und da schafft er es wirklich noch, mich wegzurotzen. Oh mein. Naja, vielleicht sollte ich eins machen, Freunde. Das ist jetzt eine relativ gute Zeit, um im Endeffekt zu sagen, man fliegt einfach zur gegnerischen Basis durch und bombt die gegnerische Basis dann halt durch ihr Schild. Wenn natürlich man nicht startet und direkt vor einem ein SMG-Bot startet, könnte es natürlich noch etwas schwieriger werden, mit dem wir fliegen mal durch und bomben die weg.
Ja, jetzt hat er mir natürlich ordentlich Truster weggehölzt und na, da haben wir ein riesen Problem jetzt schon wieder. Und das ist auch das Schwule an so einem Bomber, das muss man einfach mal sagen. Sobald ich da ein Flügel weg ist oder ein Truster weg oder irgendwas weg ist, was die Karre so ein bisschen aus der Balance rausschmeißt, ne, kann man das ganze Ding sofort vergessen. Also es ist nicht wie mit einem Tank, dass man dann einfach mal so weiterfährt. Geht ja schon irgendwie, nee, bei dem Teil, da steht er dann wirklich da und naja, habt ihr halt verkackt. Your plutonium reactor is under attack. Guck mal, was sich jetzt mal aufrichtet hier. Und der Zeit wird's auch. Plasmacopter spotted. Machen können wir zwar nicht viel, da auf der einen Seite die ganzen Thruster sind, auf der anderen Seite der Flügel fehlt. Oh ne, ja. Was so ist. Medic drone spotted. So, jetzt hier, du Drecksding. Komm, bleib irgendwo mal ein bisschen hier schmeidig. Dann schießen wir da drüben mal hin, aber treffen wir nicht. Oh, jetzt haben wir geheilt. Das freut mich natürlich. Plasmacopter spotted. Fast wieder komplett. Railcopter spotted. Oh, warum treffe ich den denn nicht? Oh, das gibt's doch nicht. Das gibt's hier heute doch nicht. Ah, jetzt hat er... Ja, der hat jetzt... Oh, nee. Ich glaube, der hat echt einen Self-Destruct geschafft. Your plutonium reactor is under attack. Rail Walker spotted. So, du Wichser. Du hast mir letztes Mal kräftig eingeheißt. Dafür kill ich dich jetzt. Ich kill dich! Jawohl! Haben wir hier im Metzel. Zwei verfickte Fracks hier in dieser Runde für den Hoodie. Ja, ich raste aus. Ach ja, das ist übrigens jetzt auch neu, wenn so ein Ausrufezeichen kommt, ne, so wie Achtung. Denn er tönt jetzt zusätzlich noch eine Warnsirene. Geil, 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 ne, Freunde? Da guckt doch nicht schlecht. So, hier, ja, jetzt möchte dieser Hubschrauber natürlich höher fliegen wie ich, aber das lasse ich nicht zu, ne? Ich lasse mich hier nicht verarschen. Erstmal behölzen wir jetzt ein bisschen noch die Tower. Vielleicht schaffen wir es ja noch, hier nochmal einen Tower zu übernehmen, dass wir wenigstens zweimal in der Runde einen Tower für uns, würde ich jetzt schon sagen, totaler Schwachsinn, so ein Tower unser eigen nennen können. Ja, das ist die richtige Aussprache. Lange hat es gedauert, schon wieder absolutes Brainlag hier beim Hoodie. Aber ich kann euch sagen, ich habe den Freitag vom letzten Wochenende, wo es 29 Grad waren, kräftig eingekesselt im Garten mit ein paar Kumpels. Also, ich glaube, wir haben zu zweit einfach mal einen Kasten Bier ausgesoffen. Und dann den nächsten Tag, wo die 39 Grad waren, musste ich um 10 Uhr morgens aufstehen, obwohl ich erst um 4 Uhr morgens im Bett war und ich war noch stinkbesoffen. Ey, ihr könnt euch ja vorstellen, wie ich mich gefühlt habe. Das hat natürlich mal wieder einige Gehirnzellen von dem Hötti gekostet, von daher müsst ihr das verzeihen, wenn er nicht mehr so wirklich klarkommt mit der Sprache. Ja, auch das kann man verlernen, da hilft einfach nur genug Suff. So, jetzt haben wir wieder zwei Rails gekriegt, von daher stürzen wir auch direkt wieder ab. Können jetzt hier relativ wenig machen, außer dass wir den Rail Hover aus Versehen nochmal getroffen haben. Ich wollte eigentlich den Typen hier vorne treffen. Ah, wir werden wieder geheilt, das finde ich natürlich super geil. Dann kann ich ja jetzt vielleicht gleich mal wieder starten. Vorher holt sich aber nochmal mit dem Plasma da vorne rein. Und dann sollten wir es doch gleich schaffen, dass uns mal wieder ein Tower gehört. Ja, was für ein Traum, was für ein Traum. Dann haben wir ja wirklich wieder ein Schild und mein Gott, ich könnte mich da drunter jetzt heilen und das mache ich auch. Und dann müsst ihr auch mal gucken, der hat es geschafft, mit dem Bomber Level 8 zu werden. Ich bin hier nicht der Schlechteste, gehört zwar hier so den Schlechtesten, aber der Schlechteste bin ich nicht. Ja, das ist für mich schon mal viel wert, wenn ich so ein Bomberrät hier fliege. Jetzt haben wir schon wieder so eine Stufe 10. Affenhelikopter hier mit drin, aber den bomb ich aus, den Hund, Junge. Den habe ich hier fressen. Du hier hörst mich. Dickwillig. So, komm jetzt hier mein Bomberchen hoch und jetzt wieder runter und dann ruf. Ja, das war ein Treffer. Das war zwar nicht der geilste Treffer, aber es war ein Treffer. Ja, nochmal schön getroffen, aber ihr seht das schon, wie oft ich mit dem Plasma diesen miesen Helikopter treffen muss. Damit er überhaupt mal auseinanderfällt. Ich hab den immer noch nicht gefrackt. Nach 4-5 Plasma-Volltreffern gehört er immer noch nicht mir. Jetzt gehört er mir. Gott sei Dank. Hat nämlich fast so ein Raybot mir das Teil wieder geklaut. Ja, damit ist er heute jetzt Stufe 9. Damit gehört er nicht mehr zu den Schlechtesten, sondern nur zu den Zweitschlechtesten. Auch nicht schlecht, muss man sagen, im Endeffekt. So, jetzt wieder gestartet hier. Ach, wisst ihr, was ich jetzt mache, Freunde? Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich schieße jetzt auf diesen Stufe 13 Raybot, um ihn dann komplett zu verfehlen. Ja, wer hat mir denn jetzt schon wieder einen Flügel abgeschossen? Oh, meine Fresse. Kaum fehlt einem hier überhaupt nur ansatzweise ein Flügel, kommt man mit so einem Bombergerät einfach nicht mehr klar. Es ist wirklich eine sehr, sehr nervige Geschichte, so einen Teil zu fliegen. Aufgabe? Nein. Das ist für den Hottie einfach mal absolut gar keine Lösung. Auch wenn ich glaube, dass sie jetzt irgendwie auf mich warten. Ich glaube, das haben schon ziemlich viele Leute gewotet.
Oh, ich gebe nicht auf. Nö, da habe ich keinen Bock drauf. Das macht der heute nicht. Der heute kämpft bis zum Schluss. Ja, und ich nutze jetzt einfach mal die Gelegenheit. Tesla Flyer spotted. Ich dachte, ich nutze jetzt mal die Gelegenheit, da die alle Tower haben und deswegen nicht sofort respawnen können. Und dann auch irgendwo in der Map gerade rumspringen, um da zu kämpfen, um halt mal in ihre Basis durchzuheizen und da irgendwie dann mal schnell so ein bisschen Schaden an der Basis zu machen. Das klappt ja eigentlich stellenweise relativ gut, wenn man das richtig gut abtimt. Aber, ein paar gegnerische Bots haben sich da auch gerade gedacht, oh, stell mich mal gerade in der Basis rein und heil mich mal. Naja, jetzt haben wir hier schon ewig lange Respawn-Zeit, da wir ja Stufe 9 sind und auch keinen Tower besitzen und auch sonst hier noch nicht viel gekackt gekriegt haben. Ja, vielleicht schafft es ja mein Team jetzt hier noch diesen Tower zu übernehmen, bevor ich im Endeffekt auch regulär schon respawnen würde, weil dann würde ich ein bisschen früher wieder ins Spiel reinkommen und ich glaube, ich würde die Gelegenheit nutzen, um einfach nochmal zur gegnerischen Basis durchzufliegen und da mal richtig Radau zu machen. Was wir jetzt auch mal gucken wollen, Freunde, wie viel Geschwindigkeit hat der denn mittlerweile nun schon drauf? Also beim geraden Flug kommen wir jetzt mit Stufe 9 auf, naja, sagen wir mal 260 km/h und gestartet sind wir, glaube ich, mit 160, 180 mph. Also ihr merkt, oder mit 200, ich glaube mit 200 startet der, müsste ich jetzt im Practice selber nochmal gucken, beziehungsweise am Anfang des Videos schaut er einfach mal, wie schnell ich geflogen bin, denn was ist das ja, aber, ja Freunde, dieses Team hier, dieses gegnerische Team, das macht es einem auch nicht einfach, im Endeffekt mal so ganz schnell in ihre Basis reinzufliegen und da mal ein bisschen Schaden zu verursachen, das wollen sie nicht, die Jungs, da sind sie auf der Hut, da hauen sie einen auch direkt kaputt. Ja, aber summa summarum und Faktum, warum wir das Ganze jetzt hier auch machen, um den VMAX-Test halt zu analysieren, muss man doch einfach mal sehen. Es bringt halt wirklich nicht viel, ne? Also so viel schneller wird unser Fluggerät hier nicht. Ich dachte ja eigentlich mehr oder weniger, wo ich diesen ganzen Test gestartet habe, dass ich irgendwann halt mit dem Level, wenn ich so viel Trust darauf baue, so schnell werde, dass mich halt diese Ray-Bots und SMG-Bots ganz, ganz schwer bloß noch treffen können. Aber dafür muss man den wirklich so schmal im Endeffekt bauen, sag ich mal, sein Plasma-Bomber, dass man eigentlich bei jedem Schuss sofort verrecken tut. Und ja, das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache, würde ich mal sagen, ne? Wobei, naja, verrecken tut man so oder so relativ schnell. Vielleicht sollte man ja auch einfach so bauen, dass es scheißegal ist, dass man halt mit einem Schuss niedergemetzelt wird, aber dafür extrem schnell ist und nicht so schnell getroffen werden kann. Ich weiß es auch nicht so genau. Irgendwie sind Bomber, die sind mir einfach fremd und für mich persönlich sind sie für den Arsch. Aber wie gesagt, wenn wir einen richtig guten Bomberpiloten hier unter meinen Zuschauern haben, schickt mir bitte Tipps und Tricks in den Kommentaren. Ich bin für jeden dankbar. Your bottom fusion tower is under attack. Ja, wir werden auseinandergenommen, Mathilda. Das weiß ich doch schon, das weiß ich doch schon. Hä? Es gibt einen gegnerischen Team, jemanden, der zwei Level unter mir ist wie ich. Hä? Loser. Nix kannst du. Your bottom fusion tower has been captured. Ja, da wurde jetzt auch der letzte Turm von uns nochmal niedergemetzelt. Und ich denke mal, dann wird es auch nicht mehr lange dauern, bis das komplette gegnerische Team jetzt in unsere Base reinraschen wird. Gucken wir mal. Ich starte erstmal wieder durch. Was haben wir da drüben? Da haben wir einen T9 Railbot. Ja, gehen wir den doch einfach mal im Nahkampf ein. Versuchen wir doch mal, da ein bisschen Schaden zu machen, ne? Hallo, ja, weil schön in das Arschloch reingetroffen. Aber da wir jetzt kein Schild haben, kann ich mich jetzt schon wieder nicht heilen. Stehe ich natürlich ein bisschen da, ne? Und werde auseinandergenommen. Ah, ja, na gut. Jetzt hier wahrscheinlich der von mir erhoffte Frontalangriff des gegnerischen Teams. Die müssen jetzt eigentlich gerade alles daran setzen, hier gnadenlos in unserer Basis Schaden zu machen, aber irgendwie scheinen sie das auch nicht zu wollen. Kommt mir ein bisschen komisch vor. Warum haben die jetzt nicht einfach den ganzen Schaden direkt auf unseren Tower reingeleitet? Das verstehe ich nicht so ganz. Ach Mensch, ey, komm schon. Ich möchte den noch fraggen hier. Den habe ich jetzt angeschossen so stark. Jetzt will ich den auch mal kaputt machen. Ja, so sieht's gut aus. Ah, nicht den richtigen Winkel getroffen. Scheiße, dämliches Drecksbomberfluggerät, ey. Oh, und da verpasst mir irgendein anderer Railbot natürlich gleich wieder eine volle Breitseite. Und damit stürzen wir auch sofort wieder ab. Naja, ist ja klar, ne? Was will man sonst von so einem Scheißbomber verlangen? Your top fusion tower is under attack. Ich hasse es echt, ey. Your plutonium reactor is under attack. Leute, ich verstehe nicht, wie irgendwelche Menschen damit klarkommen können. Tesla Flyer spotted. Railcopter spotted. Your top fusion tower is under attack. Jetzt ist auch der Tower dann mal wieder weg.
Meine Fresse, Alter, diese Loser-Aufnahme, wo ich eigentlich nur mal kurz was testen wollte, die geht jetzt schon 20 Minuten, ey, das gibt's doch gar nicht. Ich wollte doch hier bloß mal schnell was ausprobieren. Und was kommt dabei raus? Eine ewig lange Aufnahme, in der ihr mich komplett verkacken seht, oder was? Das finde ich irgendwie mal gar nicht in Ordnung hier von RoboCraft. Oh, geil, One-Hit, habt ihr das gesehen? Hammer! Einfach mal ein One-Hit und damit sofort nach Stufe 11 gegangen. Wie schnell sind wir jetzt? 273, 275 kann man ungefähr sagen. Your plutonium reactor is under attack. Ja, super. Und da geht's dann auch schon wieder bergab. Ich find's toll. Ein einziger Schuss von so einem schwulen Raybird und man kommt nicht mehr klar. Ja, und da hinten lauert schon der nächste. Finde ich auch klasse, dass wieder dieser Homo-Ray-Hoover mich lässt man nicht kaputt machen könnte. Naja, viel zu tun hat er nicht, um mich auseinanderzunehmen, da ich hier komplett meine View unfähig bin. Ich find's klasse, ich find's abgefahren. Au, Junge, verpiss dich. Das kriegst du weg. Oh, ich schaff's noch zum Respawn. Damit bin ich kein Punktelieferant für den Gegner. So, und wann wollen die Gegner jetzt eigentlich hier mal den Sack zumachen? Meine Fresse, Alter, Junge, es geht die Aufnahme hier schon 21 Minuten. Ich habe irgendwie überhaupt keine richtige Lust, so diese Loser-Aufnahme hier vielleicht sogar noch in zwei Teile zu spalten. Das würdet ihr mir doch nie verzeihen, oder? Oh, scheiße, ey. Naja, weißt du, es mittlerweile gehören zwei Tower, jetzt gehören uns gleich drei Tower und ich fliege jetzt einfach mal durch, da auch richtig viel gegnerische Bots gerade da dran sind zu respawnen und versuche auf der gegnerischen Basis so viel wie möglich Schaden zu machen. Wir haben 525%, damit hauen wir natürlich ordentlich Damage rein, aber leider sind schon wieder die gegnerischen Bots da. Also der bisschen Scheiß, der noch am Leben ist, der lauert wirklich an der Basis und drückt einem welche auf. Also es ist echt zum Kotzen, Freunde. Es ist echt zum Kotzen. Ja, jetzt haben wir eine 41 Sekunden Respawn-Zeit. Das schaffen wir natürlich nicht mehr, um nochmal so einen Angriff zu starten. Und irgendwie mein Team ist auch nicht so wirklich daran interessiert, die Chance jetzt mal zu nutzen und vielleicht dem gegnerischen Team jetzt mal richtig eins reinzuwürgen und für Gleichstand zu sorgen. Ist einfach nicht drinne anscheinend. Es ist einfach nicht drinne anscheinend. Meine Fresse. Mit 22 Minuten hier Aufnahme. Ich drehe Dorje. Rail Walker spotted. Your middle fusion tower is under attack. Your bottom fusion tower is under attack. Oh, ja, jetzt überleben sie natürlich die ganzen Türme wieder. Dadurch haben sie gleich einen richtig schnellen Respawn. Und dann geht die ganze Kacke wieder von vorne los. Also ich weiß nicht, wann diese Runde hier mal ihr Ende nehmen will. Also, je schöner wir es finden, wir sind jetzt Level 12, von daher gucken wir einfach mal, wie schnell sind wir mittlerweile im Geradeausflug. Ja, 273, Stufe 11 hat sich da nicht viel verändert. Ja, die Gegner haben jetzt wieder einen Tower, es sind alle gespawnt. Vor mir fliegt ein Plasma-Shopper. Naja, ich hau einfach mal ab und fliege ein bisschen höher wie er. Das kann man sich ja leisten sozusagen. Also den Luxus, den hat man ja als Bomber, genauso wie man den Luxus hat, mit einem Schuss von Open Railroad planlos vernichtet zu werden. So, was ist jetzt hier? Kommt es jetzt hier endlich mal zu einer Entscheidung oder was? Meine Güte, Alter, 23 Minuten geht das Spiel mittlerweile, das ist doch nicht wahr. Ich wollte hier mal ein kurzes Spiel machen, Alter, um zu gucken, wie schnell der wird, was wir nur wissen, der wird nicht viel schneller. Und was kommt dabei raus? Eine Aufnahme von 23 Minuten, wo ich mit einem Bot rumfliege, der nur testweise da ist, wo man eigentlich gar nichts mitmachen wollte, Alter, Junge. Da muss ich jetzt so eine ewig lange Aufnahme hier machen. Ach du großer Gott, ey. Leute, und es kommt hier zu keiner Entscheidung. Die Gegner haben irgendwie mehr oder weniger gar keine Lust, unsere Basis anzugreifen. Scheißegal, wie es auch gerade steht. Ne? Ich meine, viel wär's nicht mehr, wenn die jetzt einen konzentrierten Angriff auf die Basis fahren würden. Dann wäre unsere Basis weg. Aber, nee, sie wollen es anscheinend nicht. Sie wollen es einfach nicht. Keine Ahnung. Sie wollen mich hier einfach weiter quälen, indem ich hier Bomber fliegen muss und immer wieder vom Raybot nahenlos ein paar aufs... Oh, leck mich doch am Arsch. Mach doch endlich mal die scheiß Basis kaputt, ich kann's nicht mehr sehen, ey, ich will's nicht mehr erleben. Oh, ey, hallo, ja, fliegen wir jetzt endlich mal hier auseinander. Entschuldigung, Freunde, wenn ich das so sage und wenn ich jetzt hier einfach nur Lust habe, dass die Runde zu Ende geht, aber... Ne, die Aufnahme ist einfach mal zu lang dafür, dass ich mit so einem Scheißbot spiele und ich hoffe, jawohl, mein Wunsch wird jetzt erfüllt, es geht bergab und, na, jawohl, unsere Basis fliegt in die Luft. Gott sei Dank. Okay,
Freunde, damit haben wir dann unseren fast 25-minütigen Praxistest beendet. Ja, und so schlecht war unsere Scheißhausfliege 2.0, das ist das Ding übrigens. Also unsere Scheißhausfliege 2.0, die war mal gar nicht so schlecht. Die hat eigentlich noch relativ gut abgeschnitten gegenüber dieses, naja, ich sag mal lieber nicht, was ich gerne sagen würde zu diesem Team. Ja. Naja, 76.000 Credits gab es dann auch noch. Und wie wir nun sehen könnten, also in der Praxis wird so ein voll funktionsfähiger Bomber eigentlich durch die Level nicht viel schneller. Aber in der nächsten Folge, und das wird dann noch die letzte Folge zu unserem VMAX-Test sein, bauen wir uns dann nochmal so ein richtig geiles VMAX-Gerät und werden versuchen, die Höchstgeschwindigkeit von Robocraft zu erreichen. Also Freunde, ich mache jetzt erstmal wieder einen Cut. Wie immer würde ich mich freuen, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, über ein Like und ein Abo tue ich mich immer riesig freuen. Bis zum nächsten Mal, habt eine schöne Zeit und ciao!